Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was ich heute weitergeben darf. Der Ring. Ja, es geht um herzliche Verbindungen, es geht um Angelegenheiten, die uns am Herzen liegen. Es kann sich jetzt auf die Liebe beziehen, auf ein Herzensprojekt. Vielleicht auch einfach fürs Kollektiv der Hinweis, schaut, was in Liebe verbunden ist. Hier möchte man vielleicht eine neue Erfahrung machen oder man hat so seine Erfahrungen gemacht, über die man nachdenkt. Dinge, die im Unterbewusstsein waren, kommen hoch. Ja, und die Belastungen, die Schwierigkeiten, die wir mit dem Thema haben oder wo uns schon mal ordentlich auch etwas auf dem Herzen gelegen hat, das wird hier so überdacht. Na, hier kommt irgendwie eine Energie, die Umbruch mitbringt aus dem Unterbewusstsein raus. Da spürt man, irgendwas hat keine Gültigkeit mehr oder kann so nicht mehr weitergehen. Es kann jetzt hier aus den Familien rauskommen. Es kann auch sein, ich sage einfach mögliche Szenarien, dass ihr irgendwo vielleicht eine Affäre habt, das Ganze ziemlich ungebunden läuft oder frei. Und ihr wünscht euch hier mehr Verbundenheit, mehr Stabilität. Ein Kampf, den man mit dem Thema hat, der vielleicht auch schon in der Vergangenheit stattgefunden hat, darf sich hier erlösen. Hier kommt man an das Wissen, das man braucht. Hier guckt man sich auch nochmal Zeiten an, die wirklich krass waren oder die nagend waren. Man löst sich von Dingen, die nicht für einen selber in der Liebe sind und schafft so Erleichterung. Und man fühlt sich hier auch so ausblockiert. Ne? Wir haben die Blockade in unserem eigenen Haus, die Hindernisse. Da liegt mir die Maus hier ganz gut, ne? Denn sie nagt Belastung und Blockade einfach weg. Man kommt vielleicht auch endlich drauf, wo man sich selbst im Weg steht oder wo die Energie stur ist. Man kann sich hier auch fragen, warum habe ich Dinge, die nicht meinen Werten von Liebe entsprechend angezogen oder so. Also man sucht den Sinn dahinter. Es kommen hier Neubeginne aus dem Umfeld, kleinere Faktoren. Vielleicht auch ein Thema mit den Kindern oder aber mit dem inneren Kind. Man wünscht sich einen natürlicheren Flow für die Dinge. Hat aber gleichzeitig die Befürchtung, irgendwie nicht weiterzukommen. Und man hat ja auch so dieses Gefühl der Unruhe, ne? Dieses innerliche Aufgebrachtsein. Es kann jetzt hier damit zu tun haben, ich habe eine typische partnerschaftliche Situation, ne? Dass irgendetwas mal passiert ist, das an einem nagt oder das auch im Unterbewusstsein dafür gesorgt hat, dass man jetzt so Blockaden hat, sich zu öffnen oder an sich verbindlich zu sein. Das kann auch an all die gehen, die sich irgendwo doppelgebunden fühlen. Man hängt ein bisschen hier und ein bisschen hier. Manche hängen noch an der Vergangenheit, manche haben Familienthemen, manche haben geheime Beziehungen oder Geheimnisse in Beziehungen. Und die Maus, die wird hier dafür sorgen, dass so nach und nach die Dinge weggenagt werden, damit auch die eigenen Hindernisse, der Stress und die
Schwierigkeiten, die man damit hat. Also man kann hier ein Punkt auch ein Ende setzen. An ein Ende setzen. Wir kriegen definitiv ein Ja für unsere Dinge. Wir können durchstarten sozusagen. Unten haben wir noch die Wünsch-dir-was-Energie. Jetzt wird es spannend, denn du darfst anders sein, heißt vielleicht auch, wir sind irgendwo, fühlen wir uns nicht so, dass wir geliebt werden können, oder wir können unsere Andersartigkeit nicht als vollkommen ansehen. Nichtsdestotrotz, ne, mach einen Wunsch und erwarte das Beste. Und dann hier definitiv, ja, das ist schon spannend. Wir schauen uns an, welches Kraft hier noch mitgeht. Uiuiui, haben wir zwei gekriegt. Die Traumzeit. Hier geht es darum, auf seine Träume zu achten, Visionen aufrechtzuerhalten und diese dann auch umsetzen, damit wir dann in großen Sprüngen auch nach vorne kommen. Und mit dem Pelikan haben wir hier das Thema Auferstehung. Eine neue Reise beginnt, ein alter Zyklus geht zu Ende. Da geht es wirklich darum, eine Schwelle zu überschreiten, die man für sich selber in seinem Leben hat. Das kann zum Beispiel sein, du wirst vom Kind zum Erwachsenen oder du wirst Mutter oder Vater. Du nimmst einen Schritt vom Angestellten in die Selbstständigkeit, all sowas eben. Und hier kommt der Pelikan und bringt dir neue Lebenskräfte. Er ist ein Glückssymbol. Er signalisiert gute Übergänge, Herzöffnung. Und es ist so vielleicht, dass wir ein bisschen Panik haben oder Sorge, dass wir die nächsten Schritte, deshalb wird hier auch gemauert oder zugemacht, führungslos sind oder keinen richtigen Halt haben. Aber das braucht man hier nicht, denn hier ist man wirklich sehr geführt. Hier geht wirklich etwas auch zu Ende, das sehr zehrend ist. Und es warten neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Es bringt hier ein neues Wissen mit, das so, wo man auch, ich sag mal, so ein bisschen aufgeregt ist. Was wird mich erwarten? Und es sind viele neue Dinge, die hier auf uns warten. Neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse. Das Problem ist einfach, das Herz offen genug zu halten, diese neue Erfahrung auch zu machen. Es kann auch sein, dass man für irgendetwas Geduld hatte, das sich jetzt auszahlt, und mit dem Känguru kommen wir einfach in großen Schritten voran. So, was möchte die Seele uns noch sagen? Zu dieser Legung haben wir zwei gekriegt. Freundschaften. Fühle den Wert einer Freundschaft und denke mit dem Herzen. Das passt hier so in die Mitte, ne? Und mache langsam. Rase nicht durch dein Leben. Es geht um Achtsamkeit, ne? Das Tempo muss nicht schnell sein. Hier geht es erstmal nochmal darum, keine Details zu übersehen. Und dann, wenn es an der Zeit ist, hier aufzuerstehen und in großen Sprüngen weiterzumachen. Eine super Legung. Es geht, glaube ich, auch an alle, die so Beziehungsmuster haben, wo sie denken, die kommen nicht drüber oder die Trennungen hinter sich haben von irgendwas, von irgendjemand und denken, diesen Platz kann mir niemand mehr ersetzen. Das ist hier nicht so. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.